Herzlich willkommen bei Animaux sans frontières. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Die redefreudige Silbermöwe macht dem ersten Teil des Sprichworts alle Ehre. Die adulten Vögel haben hell bläulich-graue Rücken- und Schulterfedern. Im Bereich der Schwingenspitzen sieht man das charakteristische schwarz-weiße Handschwingenmuster. Kopf, Hals, Nacken und Unterseite sind rein weiß. Auf dem gelben Unterschnabel haben die Silbermöwen einen roten Fleck. Dieser Gonisfleck signalisiert den Jungtieren, hier ist die Futterquelle. Hier betteln die Jungen um Futter. Wir haben es hier mit einem Helsingborger Einheimischen und seinem Nachwuchs im ersten Schlichtkleid zu tun. Ich tippe auf ein Männchen, weil diese eine größere Schnabelspitze und eine flachere Stirn haben. Die Weibchen haben einen etwas dünneren Schnabel und eine rundlichere Stirn. Für den Nachwuchs ist es der erste Winter. Die Schulter- und Rückenfedern sind beige bis warmbraun. Kopf, Hals und Brust haben noch ein paar dünklere Striche. Einen etwas älteren Vogel sehen wir hier. Sie oder er ist schon im zweiten Winter und hat bereits hellgraue Federn im Rückengefieder. Die Schwingenspitzen sind schwärzlich und der Schnabel ist schon deutlich heller. Auch Kopf, Hals und Unterseite sind merkbar heller geworden. Die meisten Silbermöwen brüten ab dem 5. Jahr. Bei Erstbrütern darf sich das Weibchen ein Männchen aussuchen. Die Annäherung erfolgt aber eher langsam und kann mehrere Tage dauern. Wenn das Weibchen Erfolg hat, wird es vom Männchen mit einer Rufreihe empfangen. Es kommt zu Balzfütterungen und zur Paarung. Die Kopulation wird oft durch Bettelverhalten des Männchens ausgelöst. Silbermöwen führen monogame Saisonehen und häufig auch monogame Dauerehen. Es sind aber auch Dreiecksbeziehungen beobachtet worden, sogar über mehrere Jahre. Silbermöwen können einzeln brüten, aber auch Teil einer Kolonie von unter 10 bis zu über 15.000 Brutpaaren sein. Sie brüten am liebsten an felsigen Steilküsten, nehmen aber auch Sanddünen, Inselgrünland, Moorlandschaften oder Gebäude. Für das Nest wird eine Mulde mit Gras, Tank oder Federn ausgepolstert. Zwischen Mitte April und Mitte Juli legt das Weibchen 2 bis 3 Eier, die von beiden Eltern abwechselnd ausgebrütet werden. Nach ungefähr 30 Tagen schlüpfen die Küken. In ihrem graubraunen, flaumigen Dunenkleid unter den elterlichen Flügeln haben sie es sehr gemütlich. Manchmal kann es vorkommen, dass ein Junges aus dem Nest fällt, bevor es flügge ist. Meistens sind die Eltern aber in der Nähe und versorgen den Nachwuchs trotzdem. Man braucht also nicht helfend einzugreifen. Im Alter von 1 bis 2 Monaten wird der Nachwuchs flügge, wird aber von den Eltern sogar noch 1 bis 1,5 weitere Monate gefüttert. Silbermöwen können leicht 20, in einzelnen Fällen auch über 30 Jahre alt werden. Für die Gesundheit spielt genau wie beim Menschen auch bei der Silbermöwe die Ernährung eine wichtige Rolle. Zu viel Salz ist allerdings kein Problem für die Möwen. Sie haben nämlich im Stirnbereich spezielle Drüsen, mit denen sie überschüssiges Salz, zum Beispiel aus dem Meerwasser, wieder ausscheiden können. Zu den gesünderen Möglichkeiten auf der Speisekarte zählen Muscheln, Krabben, Garnelen, Fische und Insekten. Selten auch Vogeleier, Jungvögel oder Kleinsäuger bis zum Kaninchen. Vegetarisch ist nicht so beliebt, aber Beeren und Getreide werden hin und wieder gegessen. Wie man sieht, gehen manche aber lieber in die Pizzeria. Leider gibt es auch Möwen, die Mülldeponien, Fischereihäfen oder Abfallbehälter durchsuchen und dabei auch unverdauliche Dinge wie Kunststoffteile, Folien oder Zigarettenfilter essen. Deshalb möchte ich euch 3 Tipps geben. Erstens, füttert Möwen nicht, damit sie ihr natürliches Futtersuchverhalten nicht verlernen. Zweitens, bitte entsorgt euren Müll ordnungsgemäß und lagert ihn nach Möglichkeit so, dass die Möwen keinen Zugriff darauf haben. Drittens, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt Müll von Stränden mit, damit er nicht in Möwenwegen landet. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Baba und bis nächste Woche bei Animaux sans frontières.